Servus und herzlich willkommen zum Adler-Podcast, Folge 115. Der Puffy ist nicht dabei, der schämt sich wahrscheinlich noch für Bochum. Dafür sind wir drei Banausen wieder mit dabei, und zwar das Reimemonster aus dem Wald, Moinsen Markus. Moinsen Jörg. Sorry, ich bin heute ein bisschen durch. Ich war jetzt schon in Rosenheim, in Heidiland. Ich habe Kühe durchs Fenster schauen sehen und alles Mögliche. Von daher, seht es mir nach. Gibt keinen Reim. Der ist mir vergangen nach dem Bochum-Spiel. Okay, dann keine Reime vom Mule. Auch gut. Vielleicht hat der SGE-Papa aka Erklärbär alias Frank irgendwas zu bieten. Gute. So manche Ärsche auf Grundeis gehen und trotzdem kommt die 115. So schlecht gereimt wie Mule sonst. Ja, auch von mir einen traurigen guten Abend. Ja, hoch die Hosen, hoch die die Strümpf. Heute kommt die Folge 115. Dö. Ja. Ihr merkt schon alle, uns ist gar nicht so zu scherzen heute, irgendwie aufgelegt im Moment. Deswegen klären wir ein wichtiges Thema zuerst. Huh? Ja, möchtest du anfangen, Mule, weil du hast es als erstes entdeckt von uns, glaube ich. Nee, eigentlich habe ich das nicht als erstes entdeckt. Okay. Ich glaube, irgendeiner hat das sogar vor mir schon reingeschrieben. Ich habe nur den Link gepostet dazu. Also von daher glaube ich, Frank war das. Sag du es, Frank. Ja. Ich glaube, die eingefleischte Eintracht-Gemeinde, selbst die Vegetarier unter euch, haben es mitbekommen. In allen vier Ecken soll Nickel drin stecken. Dr. Hammer hat heute Morgen leider seinen letzten Gang angetreten. Mit 72 Jahren nach langer Krankheit ist Bernd Nickel, eben bekannt als Dr. Hammer in der Eintracht-Gemeinde, leider gestorben nach längerer Krankheit. Und ich glaube, wir können mal so Stück für Stück zusammentragen, was er eigentlich alles für die Eintracht geleistet hat und was er so der Eintracht-Gemeinde bedeutet, oder? Ja, die YouTube-Zuseher und auch die heute das erste Mal auf Twitter hoffentlich dabei sind, die kriegen jetzt was zu sehen. Im Podcast ist das jetzt etwas schwierig, da werden wir das aber audiotechnisch noch nachbasteln, weil das hat alles relativ schnell gehen müssen. Und ich fahre das jetzt einfach mal ab. Ein Mann, ein Schuss, ein Tor. Das gelang Bernd Nickel besonders oft gegen die Bayern, immer mit der gleichen Technik. Immer Vollspann, immer mit Risiko. Wie auch im November 75. Zur Halbzeit steht es schon 5:0 gegen den FCB. Aber das Beste kommt in Hälfte 2. Der Linksfüßer versenkt einen Eckball direkt und das gegen Weltmeistertorwart Sepp Maier. Sepp konnte nicht ran, der stand in der Mitte und der Ball ist direkt hinter den Pfosten reingetreten. Und das war ein großes Problem für ihn in dem Moment. Nach dem 6:0-Siegtreffer zappeln die Bayern förmlich im Netz, aber damit nicht genug. Nickel packt nun der Ehrgeiz, will auch aus jedem anderen Winkel im Waldstadion direkt treffen. Sein Ziel? In allen vier Ecken soll Nickel drin stecken. Für den Linksfüßer, gerade bei den Ecken von links, ein Unterfangen mit Hindernissen. Man muss ja über die Aschenbahn drüber und dürfte nicht die Balance verlieren, wenn man Vollspann abzieht. Ne? Einfach einen Ball vors Tor schießen, das kann heutzutage jeder. Ne? Liegt der Ball in der rechten Ecke, wird es einfacher, wie im April 80 gegen Lauterns Torwart Hellström. Nickels zweiter Eckenerfolg, die Flugbahn des Balles wie gemalt, nicht nur wegen seines Effets. Da war auch ein bisschen Wind dabei. Den Eckenerfolg links unten widmet er Werder-Schlussmann Rühlander. Der steht gerade zum allerersten Mal in der Startelf. Und Nickel schickt zur Begrüßung einen Eckball. Mit fatalen Folgen. Ich glaube, das war sein einziges Spiel, was er gemacht hat. Ja. Danach hat man ihn nicht mehr auf der Bildfläche gesehen. Jetzt fehlt nur noch links oben. Doch Mitte 82 ist auch die fällig gegen Düsseldorf. Der Name des Torwarts ist mir leider entfallen. Oliver Bücher greift ins Leere, aber Namen sind Schall und Rauch. Was zählt, sind seine Taten. Ein Treffer, Marke Nickel. Von jeder Ecke des Waldstadions, direkt ins Tor. Ein irrer Rekord, einen irren Jubel an der Eckfahne. Hat man aber von Nickel nie gesehen. Die innere Zufriedenheit, die war größer. Thank you.
Tja. Ja, der Mann, der die Ecken direkt verwandelt hat. Genau. Er ist schon zu krass. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern gleich viermal. Ja. Und sogar gegen meinen damaligen Lieblingstorhüter Ronny Hellström. Der alte Schwede, der hat auch einen stecken müssen von ihm. Und das Sepp Maier auch. Ja, 22. November 75 das erste Mal gegen die Bayern. Am 19. April 80 gegen Lautern das entscheidende 1-0. Ja. Am 14. November 81 1-1 gegen Bremen. Und 15. Mai 82 beim 4-0 gegen die Fortunen. Und das ist ja nur ein Bruchteil von dem. Also der hat ja Schussgewalt gehabt, das war ja nicht mal lustig. Ey, wenn du dir diese Zusammenfassung anguckst und du hörst alleine, wie der gegen den Ball tritt, jetzt sind es ja nicht mehr diese weich gemachten Gummimonster, die du da heute so hast, sondern das tut noch richtige Schläge und dann zischt das Ding mit einem Affenzahn auf dich zu. Ja, ich will nicht wissen, wie viele blaue Flecken der teilweise den Verteidigern verpasst hat. Ja, gerade bei den Freistößen. Und der hat ja einige Freistöße reingezimmert. Aber fangen wir mal vorne an. Also ich meine, mit 17 Jahren kam er zur SGE. 1966 kam er als Juniorenspieler zur SGE. Mit 8 Jahren hat er aber schon in seinem Heimatort im SV Eisenrot angefangen Fußball zu spielen und war damals wohl schon sehr, sehr ambitioniert, hat viel trainiert, hat wie nach eigener Aussage stundenlang mit voller Wucht gegen das Scheunentor gedroschen. Offensichtlich hat sich das bezahlt gemacht, muss man dann halt sagen. Er wurde dann 1968 Profispieler zusammen mit einem eher Unbekannten bei der Eintracht. Er spielte eher so eine Randfigur, Bernd Hölzenbein heißt er. Dem war er in der Jugend unterwegs, ja. Und hat dann tatsächlich 15 Jahre im Profikader für die Eintracht gekickt von 68 bis 83 und hat dann seine Karriere 1984 bei den Young Boys Bern in der Schweiz auslaufen lassen, nach einem Jahr nochmal in der Schweiz. Aber er hat einiges abgeliefert in der Zeit, in der er hier gewesen ist, mein lieber Freund. Ja, war ja auch nicht nur so 2-3 Jahre da. Da sind ja doch dann irgendwie ein paar Jahre mehr gekommen. 426 Bundesligaspiele, dabei 141 Richtig. Tore geschossen, 9 davon 11 Meter, zahllose Freistoßtore. Also heute kam ja eine Compilation nach der anderen. Die Fußballwelt hat sich ja überschlagen. Also du musst ja nur mal Bernd Nickel heute in YouTube eingeben, ohne irgendwas, und wirst zugefeuert mit irgendwelchen Nachrufen, Best-ofs, keine Ahnung was, so wie das Video, was du ja jetzt auch gerade gezeigt hast mit den vier Ecken. Also wirklich unfassbar. Und ist nach meiner Kenntnis auch der Einzige, der es geschafft hat, 4 direkt verwandelte Ecken aus den 4 Stadion-Ecken eines Stadions zu machen. Also ich hätte nicht gehört, dass es noch einen zweiten gegeben hat, der das hingekriegt hat. Also wirklich total krass. Und ich meine, da waren schon ein paar richtig heiße Dinger dabei. 3 Pokalsiege, 74, 75, 81. Europapokal 81 gegen Mönchengladbach, hat er beide Spiele mitgemacht. 1971, sensationell, in allen Zusammenfassungen wird das wahrscheinlich auftauchen, sein Fallseitzieher gegen die Kickers. Sensationelles Ding einfach, ist schon auf der ersten DVD, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist über die Eintracht, dabei gewesen, auch mit vielen Interviewpassagen von ihm, fand ich total gut, an die habe ich mich jetzt sehr zurückerinnert heute. Und das Tor war einfach sensationell, und der Witz an der Sache ist, dass er damit 2 Sachen bewirkt hat mit diesem Tor. Erstens mal, die Eintracht ist nicht abgestiegen, weil sie 2-0 gegen die Kickers gewonnen haben. Und wären sie abgestiegen, hätte er zu FC Bayern München wechseln müssen, weil die haben ihn für den Fall eines Abstiegs gekauft, und durch den Klassenerhalt ist dieser Transfer nicht zustande gekommen. Und Nickel ist der Eintracht damals erhalten geblieben. Und das ist natürlich krass, weil wenn du dir das überlegst, 71, all die guten Sachen kamen ja alle erst danach, ja? Da war er ja gerade mal 3 Jahre Profi bei uns. Also schon absolut sensationell. Und was er für... Ja, bitte. Nee, sag weiter.
Und was er für ein Beißer ist, hat er ja 1978 gezeigt, weil da hat er zwei Achillessehnenabrisse gehabt. Erst im August, dann lange, lange Reha, Freundschaftsspiel, peng, wieder durch beim Freundschaftsspiel. Also im August und Dezember 78 hat er sich zweimal die Achillesferse gerissen. Das muss man sich mal reinziehen. Also das ist für vieles Karriereende. Bernd Nickel hat halt gesagt, naja, Norrels zusammen her, machen wir weiter. Unglaublich. Also, ich habe einen gehabt und er hat gereicht. Ja, siehst du. Ja. Hat alle deine Sportkarrieren beendet, ne? Volleyball, Basketball, Minigolf, ja, Eishockey, völlig egal. You name it, Curling. He played it. Ja. in seiner, also die Ära Grabi, Holz, Nickel ist, glaube ich, unvergessen, ist eine der erfolgreichsten gewesen, die Eintracht aufzubieten hatte in den 70er, 80er Jahren. Und was man wissen kann, wenn man das Buch vom Bewe und Matze Thoma gelesen hat, 59 Eintrachtorte, findet man unter Nummer 38, dass der liebe Bernd Nickel in der Bethmannstraße den ersten Eintracht-Fanshop eröffnet hat. Zusammen mit Gerd Trinklein damals, das war 1900, oh, schlag mich nicht, ich glaube 81, muss ich nochmal nachgucken. Nee, 1970, also da war er gerade mal Profi und dann haben die ersten Eintracht-Fanshop eröffnet, 30. April 1970, absolut krass. Und wenn man dann mal liest, was die eigentlich verdient haben, die Burschen, als der dann 68 seinen ersten Profivertrag gekriegt hat. Das wollte ich gerade sagen. Das ist der Hammer. 1250 ja, ne? Mark im Monat plus 250 für jeden Sieg. 125 für jedes Unentschieden, 0 Euro für eine Niederlage, also das nenne ich mal erfolgsabhängige Bezahlung, plus 10.000 D-Mark Handgeld pro Saison. Ja, aber hat er nicht auch in Herford oder sowas dann noch so ein Sportartikelgeschäft gehabt, ja, oder sowas? Genau. Er hat bis 2012 noch ein Sportartikelgeschäft betrieben, also er war dem Verkauf da schon sehr zugetan, war aber selbst gelernter Fernmeldetechniker, in Gießen seine Ausbildung gemacht und war eigentlich, ja, Telekom, sag ich jetzt mal, ja. Deutsche Telekom. Damals wahrscheinlich noch Deutsche Post. Ja. Also, absolute Eintracht-Legende, unfassbarer Typ, super sympathisch, wenn man das alles sieht. Und eins hat mich ein bisschen traurig gemacht, weil in dem Buch, was ich eben schon erwähnt habe, 59 Eintrachtorte, steht relativ weit hinten, wenn es auch ums Museum geht, dass ja so manche Grande der Eintracht dort schon zu Gast gewesen ist, um Abende zu machen. Und sie super traurig sind, dass ausgerechnet Bernd Nickel es nie geschafft hat, bisher, steht da glaube ich, auch Gast im Museum zu sein an einem dieser Historienabende. Und dann habe ich gedacht, es tut mir unendlich leid für den Bewe, es wird auch nicht mehr passieren. Das hat mich schon sehr traurig gemacht, nochmal on top. Ja. Ja, also insofern, RIP. Wird uns definitiv fehlen und ist für immer ein Teil der Eintracht, der ist die Säule der Eintracht, ist er ja auch. Sorry, das ich habe schon wieder sehr viel bleiben. Geredet, ja, aber das hat mich heute nicht mitgenommen, muss okay. Ich sagen. Das hat mich alles ja, ich okay. Musste mir das alles auch mal rausschreiben, das hätte ich mir gar nicht merken können, aber das hat mich heute echt nochmal gekillt, ey. Ja, das war die Weiterführung des Sonntagsspiels, würde ich sagen. Das hat nochmal das i-Tüpfelchen draufgebracht, um die Stimmung eines Eintracht-Fans direkt komplett in den Keller zu schießen. Ja. Ja, was mich nur verwundert, ist, dass er es eigentlich nur auf ein A-Nationalspiel geschafft hat. Ja, krass, ne? Wobei ich glaube, Jugendnationalspiele hat er ja schon noch mehr gehabt, aber A-Nationalspiele war es genau eins, ja. Na, bei dem Olympiateam war er damals dabei. Stimmt. In München, genau, wo mit Uli Hoeneß zusammen gemacht hat. Genau. Da gab es ja auch diesen irgendeinen so Skandal-Dingsbums. Ja, wenn Uli dabei war, gab es mit Sicherheit einen. Ja. Das ist ja dann gar nicht mehr so schwer eigentlich. Ja, gut. Aber wir wollten das zuerst machen, erstens mal, um ihm die Ehre zu erweisen. Und ich glaube, das ist die Nachricht des Tages gewesen in der Eintracht-Community. Und da war es uns wichtig, das
direkt auch zu behandeln heute. Jetzt zu. Ja, es hat auch ein bisschen bei uns den Zeitplan zusammengehauen. Ja. Und warum auch immer jetzt gerade der Stream für YouTube aufgehört hat, ich habe keine Ahnung. Ah, ich habe mich schon gewundert. Ja, der hat irgendwie gemeint, audiotechnisch, ich habe keine Lust mehr. Ja, der gut, die haben dich jetzt wegen Urheberrechtsverletzung wahrscheinlich rausgeschmissen, weil du das Video gezeigt hast von der Hessenschau. Ja, so läuft das dann. Ganz schnell sind die, Freund. Das ist mir egal. Aber ich kann ja nebenbei schauen, dass ich das wieder irgendwie hinkriege. Ja, dann mach das mal brav nebenbei. Während die Gladbacher gegen die Bayern 3-0 im Pokal führen, möchte ich nur mal anmerken. Tja, Sachen gibt's. Da sind wir schon lange nicht mehr dabei. Was heißt schon lange? Es ist erst die zweite Runde dazu. Aber ja. Richtig. Ja, wir sind ja schon seit der ersten nicht mehr dabei. Ja, das ist wohl leider wahr. Ja. So, ja, aber während ich mir die Tränen von Julian Nagelsmann vorstelle, um mit einem Lächeln einzuschlafen später, es gibt eine Trainerneuigkeit in der Bundesliga. Er ist wieder zurück. Floco bommelt jetzt. Ja. Der Floco bommelt jetzt in Wolfsburg. Ja, unglaublich. Kohl mit Pimmel. Pinkel ist zurück. Pinkel. Florian Kohlfeld übernimmt die Wölfe. Was soll ich dazu sagen? Ich habe gehört, dass sämtliche Fernsehanstalten die Mikrofone an den Trainerbänken wieder leiser drehen, weil Floco ist wieder da. Ja, vielleicht habe ich heute das kleine Gespräch gehabt mit dem Markus und seine Idee war, die werden jetzt, der Markus ohne Twitter, er hat gemeint, sie werden dann erstmal zum IKEA fahren oder sowas und werden dann erstmal schauen, wo sie Töpfe und Pfanne herkriegen, um ein bisschen Stimmung zu machen. Naja, es sind ja keine Geisterspiele mehr da, also von daher ist ja Publikum da. Dann hört man vielleicht nicht mehr ganz so laut schreien. Du redest von Wolfsburg. Stimmt, ja, ich vergaß. Ja gut, die fünf, die da sind, die machen dann halt doch nicht so viel. Die haben immer Geisterspiel. Ja, das ist wahr. Halt. Deswegen haben sie auch diese Lightshow, weißt du, die längst von den Geisterspielen ab. Die haben praktisch Wolfsheulen durchgehend, wenn man so will. Ach so, wisst ihr übrigens, welcher Bundesligist noch verloren hat im Pokal? Leverkusen gegen Karlsruhe. KSC hat Leverkusen mit 2-1 rausgeschmissen. Leverkusen. Ja. Krass, oder? Alter, die Bayern gehen und Leverkusen geht heute. Schon mal heftig. Der Radetzky hat wohl irgendwo mal kurz vorbeigegriffen. Irgendwie hat er einen großen Fehler gemacht. Ich habe es ja nicht gesehen, ich habe es nur gelesen kurz. Er muss mindestens zwei gemacht haben, weil es gab zwei Tore gegen ihn. Nicht, dass wieder ein Loch im Platz gewesen ist. Manchmal kannst du ja auch nichts halten, ne? Aber einer geht wohl auf seine Kappe. So, aber jetzt mal im Ernst. Was will Wolfsburg mit Kohlfeld, außer dass sie sich in der Peinlichkeit natürlich auf Augenhöhe begegnen? Und in ihrer Nichtigkeit? Ich sag mal so, für den Florian Kohlfeld ist es jetzt so, entweder es funktioniert und er kriegt die Kurve oder es funktioniert nicht und er ist komplett verbrannt. Dann ist er durch. Wahrscheinlich, ja. Aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass der da tatsächlich irgendwie funktioniert. Könnte natürlich sein. Mich hat ja erstmal Fronzek geschockt. Als sie hießen Fronzek über den Wolfsburg, habe ich erstmal gedacht, was bitte? Wollt ihr jetzt direkt absteigen oder was ist los? Okay, jetzt ist er nur noch aber... Die sind Best Bros anscheinend, er und der Schmatke. Achso, der Schmatke. Ja. Wenn im Kohlfeld der Wolf schmatzt, dann... Naja. Bitte? Ja, ich habe versucht, die Flachreime nochmal zu reviven, aber ist mir irgendwie dann doch nicht so gelungen. Ich kann das nicht so gut durchführen. Wenn im Kohlfeld der Wolf schmatzt, die Hose platzt oder was? Ja, Gott, mein. Da kann schon mal der ein oder andere Trompetenton passieren, hätte ich jetzt gesagt, aber ist ein anderes Thema. Jut. Also, nur eine Randnotiz, aber sollte wenigstens mal erwähnt worden sein.
In dem einen oder anderen Wolfsburger Fabrikat gibt es ja auch Tempomaten. Was auch automatisch laufen soll, ist bei der WM 2022 in Katar. So wie es aussieht, die Abseitsprüfung haben sie heute gemeldet. Also Sportschau hat da einen Artikel dazu gebracht. Der Hersteller des Hawkeye, ihr erinnert euch, das ist dieses Ding, was schaut, ob der Ball über die Linie ist, also dieses Tormeldeteil. Ich glaube, beim Tennis kommt auch das Hawkeye zum Einsatz für die Linienrichter mittlerweile, weil wenn du mal Tennis guckst, mittlerweile, also beim Laver Cup und bei den US Open gab es keine Linienrichter mehr. Es gab eine komplett automatisierte Ansage. Und wenn es mal Close Call war, dann haben sie halt das Hawkeye noch eingesetzt. Und diese Kameratechnik... Nee, ich glaube, es heißt Hawkeye. Wie bei Avengers. Ich meine, der heißt doch auch Hawkeye, der mit Pfeil und Bogen da immer unterwegs ist. Okay, du bist mehr so ein Wonder Woman-Typ, ich verstehe. Jedenfalls. Diese Dinger sollen auch zum Einsatz kommen. Frank, beim Tennis, ne, die schlagen auf mit ungefähr 500 km/h, dass der Linienrichter das nicht mehr unbedingt sieht, ob das Ding auf die Linie geht oder nebendran. Da macht es durchaus Sinn, so ein Hawkeye zu haben. Ja, also die schnellsten Aufschläge kommen so 220, 230, meine Spitze 240, kann dann schon mal passieren bei einem Isner. Der ist halt auch 2,08 Meter groß, der muss ja gar nicht viel machen, der klopft ja fast immer über die Netzkante, weil er von oben nach unten spielt, deswegen ist es, glaube ich, auch der Spieler mit den meisten Tiebreaks im Tennis, weil eben vieles nur darüber geht, weil ansonsten ist er sehr limitiert, so wie die Eintracht gegen Bochum, aber bei seinen eigenen Aufschlägen ist er halt ganz geil. Nun denn, aber wie gesagt, automatische Abseitsprüfung soll kommen mit kalibrierten Linien, insbesondere bei sehr engen Entscheidungen hinsichtlich der Abseitsentscheidung. Also ich bin mal sehr gespannt. Es soll ja irgendwie so eine Art Saudi-Einladungsturnier oder sowas geben als Vorbereitungsturnier, weil ja der Confederations Cup irgendwie nicht stattgefunden hat. Und da wollen sie das dann wohl nochmal ausgiebig testen, aber die Technik an sich angeblich heute ist ausgereift. Okay, keine Ahnung. Also hab's gelesen, ich habe auch einen Link mit reingepostet, Jörg. Wenn du Bock hast, hau den doch in die Shownotes, dann kann jeder selber gucken. Ja, das werden wir natürlich tun. Natürlich. Wir sind doch investigativer Podcast. Oder so. Wenn man so sieht, wie die ihre Linien ziehen beim Fernsehen, dann ist es, glaube ich, ganz okay, wenn es dann wirklich etwas gibt, was das komplett übernimmt. Damit wir auf der sicheren Seite sind. Ich dachte bei der FIFA so. Ja, die ziehen ihre Linien natürlich auch, das ist klar. Zuständig für das Hawkeye-Projekt Christoph Daum. Bring mal noch was. Christoph Daum, genau. Finanzierung, der zieht die Linie. Finanzierung, Uli Hoeneß, Timekeeping, Karl-Heinz Rummenigge. Genau, Line-Manager, Christoph Daum. Und wenn sie ihre Linien ziehen, ist alles wieder fein, ja. Nein, also wie gesagt, ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, wenn das mal irgendwie automatisiert wird und nicht irgendwie passt schon. So, ich lasse das jetzt sein, das ich will nicht, keine Ahnung. Also, YouTube ist tot. Genau, weil Teams irgendwie kein Signal schickt oder nur abgehacktes Signal. Ja, dann heute kein YouTube. Dann dürft ihr uns nur hören und nicht mehr sehen. Genau. Hauptsache, es hören uns noch alle. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich glaube nicht, weil ganz ehrlich, woher will denn das Ding unterscheiden, welches Körperteil von wem ist? Angeblich funktioniert das, steht auch in dem Artikel drin, weil das ist natürlich die größte Herausforderung, dass das richtige Körperteil erkannt wird. Wait a second. Die Abseitslinie muss automatisiert am richtigen Körperteil angelegt werden, um die Position des Spielers korrekt bestimmen zu können. Die Fußballregelhüter des IFAB hatten zuletzt den oberen Teil des Oberarms beim Handspiel als nicht strafbar festgelegt. Hier muss das System also erkennen, ob sich die zur Torerzielung erlaubten Körperteile im Absatz befinden. Alle Spieler müssten vom System vermessen werden, denn die Körpergröße ist natürlich unterschiedlich lang und groß. Ja, das heißt, der Media Day wird noch ausgeweitet. Sehr schön.
Ja, also ich glaube, dass die Schiedsrichter dann an irgendeinem Punkt öfter draußen stehen als drin, um sich den ganzen Bums anzugucken. Also von daher, naja. Werden wir beobachten. Sehen, wird auf jeden Fall interessant. Ich bin mal sehr gespannt. Ich meine, das Ganze ist ja heute schon extrem kritisch mit dem VAR. Wenn es dann nur noch Technik ist, weiß ich nicht so recht, ob das dann befriedigender vonstatten gehen wird. Das ist aber jetzt nur bei den Herren geplant, oder? Und nicht bei der Damen-WM. Ja, die Herren-WM ist ja, glaube ich, die nächste, die ansteht, oder? Die Damen-WM ist dann doch erst nächstes Jahr im Sommer, meine ich, oder? Die ist im Sommer oder sowas, ja. Genau. Ja, du, das Thema ist, geplant ist es erstmals bei einem größeren Turnier bei der Herren-WM. Wenn das funktioniert, warum sollen sie es dann nicht bei den Damen einsetzen? Ja, jetzt mal eine kurze Frage. Nächstes Jahr im Sommer ist die Damen-WM. Dann ist sie doch vor der Herren-WM. Nein, die ist ja im Winter, oder? Nee, Quatsch, die ist ja... Ja, aber jetzt nicht dieses Jahr im Winter, sondern nächstes Jahr im Winter. Ja, die ist ja Januar drauf. Ja, hello. Ja, genau. Nee, aber anscheinend planen sie das so für die Herren-WM. Von der Damen-WM ist hier nichts gesagt. Frauen-Weltmeisterschaft Australien und Neuseeland 2023. Ah, okay. Siehst du, okay, also doch dann, danach. Dann ist es, ja. Gut. Jo, apropos Frauen, die Qualifikation dafür läuft ja gerade auf Hochtouren und es gibt ja dann auch Eintracht-Beteiligung, wenn die Nationalmannschaft spielt, selbstredend. Natürlich. Ja. Und, ja, Mule? Nein, ich wollte nur sagen, dass Frau Freigang wieder ihre Tore dazugegeben hat zu dem 7-0-Sieg. Ja. Sie hat wieder getroffen für die Nationalmannschaft. Ja, waren jetzt doch einige deutliche Siege. Ein lockeres 7-0 gegen die Israelinnen. Ja, also die Mädels laufen da stramm durch. Insofern glaube ich, der Teilnahme steht da sowieso schon mal nichts im Weg. Und das Einzige ist, was mir im Moment mittlerweile etwas auf den Keks geht, sind die vielen Nationalmannschafts-Länderspielpausen. Ich habe das Gefühl, die tun uns als Eintracht nicht gut. Das ist für mich einer der Faktoren, warum einfach nach wie vor kein Fluss entsteht. Weil wir halt nicht so viele deutsche Nationalspieler haben, aber wir haben halt über den halben Erdball verteilt. Ja, von Brasilien nach Argentinien gefühlt und Japan und sonst wo. Überall touren sie in der Weltgeschichte rum. Dann kannst du halt auch nichts trainieren und mal verstetigen. Das ist halt tauglos. Ja, da kommen wir ja dann sowieso noch hin. Ja. Aber die Fraktion, die in Österreich spielt, hat es jetzt auch nur so halb gut erwischt. Die haben noch gerade so ein 2-2 gegen die Damen aus Nordirland gerettet. Oh, okay. Barbara Dunst hat allerdings das 1-0 gemacht. Aha. Aber dann war es das eigentlich auch schon wieder. Also sehr, sehr schwierig. Vor allem auf Kunstrasen super windig, weil ich habe ein paar Minuten gesehen im Free TV. Total windig, kalt, nass, Kunstrasen. Total kleines Stadion, das eigentlich, da passen vielleicht, keine Ahnung, 5000 Leute oder sowas rein. Das war halt ziemlich voll. Hm. Also war recht, recht gut besucht dafür. Es ist also, zügig in Nordirland. Ja, es war nicht schön. Also du hast manchmal Flugkurven gehabt vom Ball, wo du gedacht hast, okay, flach halten den Ball, dann ist alles gut. Alles andere ist eine Katastrophe. Ja, das läuft dir aber eine Linie und halt den Ball flach. Genau. Das läuft halt bei unseren Mädels ein bisschen anders. Also ich meine, sie haben jetzt ein einziges Gegentor kassiert, tatsächlich von Serbien. Ansonsten haben sie jetzt 7, 12, 13, 20 Tore, 20-1 Tore. 4 Siege aktuell eingefahren gegen Serbien, Bulgarien und zweimal gegen Israel. Also von daher, ich glaube, unsere Mädels sind da auch schon durch, hätte ich jetzt mal gesagt. Ich denke auch. Aber Portugal kommt noch, siehst du. Ich glaube, alles andere wäre auch ein Wunder. Ja, gut. Wir sind Erster mit 12 Punkten, 20-1 Toren. Zweiter ist Portugal in unserer Gruppe H aktuell mit 10 Punkten und 12-2 Toren. Danach kommen dann Türkei und Serbien mit 4 und 3 Punkten und Israel und Bulgarien bislang noch völlig ohne Punktausbeute
bei 0-12 und 0-13 Toren. Ja, aber du hast überall eine Mannschaft, die irgendwie vorne weg gurkt. In jeder eigentlich jeder Gruppe, bis auf die Gruppe mit den Schweden. Und die Engländer, glaube ich, was haben die? 32-0 Tore in 4 Spielen. Krass. Ja, ich glaube aber, der Unterschied zwischen den einzelnen Nationalmannschaften ist bei den Frauen auch noch sehr extrem. Sehr, ne? Viel größer, wollte ich gerade sagen. Ja. Als bei den Männern, und von daher kommen da echt so Ergebnisse wie 7-0 oder 9-0 oder 5-0 zustande, was bei den Männern eigentlich fast kaum noch der Fall ist. Da musst du wirklich gegen so einen Zwerg spielen. Bei den Frauen ist das leider, oder ist es immer noch so, da ist das Ganze noch nicht so eng. Ja. Gut. Also die Mädels machen es gut. Wer es hoffentlich auch gut macht am Wochenende, ist die Eintracht-Damenmannschaft, wenn sie erneut gegen den FC Bayern anzutreten gedenkt. Diesmal eben im DFB-Pokal-Achtelfinale der Frauen. Ja, puh. Diesmal in schwierig München. Ja. Ja, ich glaube, wie gesagt, die Damen aus München, die lassen sich nicht noch ein zweites Mal so überraschen, glaube ich. Das wird diesmal eine extrem schwierige Nummer. Die werden sagen, Leute, ihr habt uns jetzt einmal in der Bundesliga abgezogen, nochmal passiert uns das nicht. Und den Fünfer gibt es diesmal nicht auf die Damen der Eintracht von mir. Was glaubst du denn, wie es dann ausgeht, wenn du sagst, den Fünfer gibt's nicht? Ich befürchte tatsächlich, es wird ein relativ klarer Sieg für die Mädels aus München. Die werden sich das diesmal nicht nehmen lassen. Die werden wirklich mit allem rangehen, was sie haben. Die werden sich keine Blöße geben, weil das passiert denen nur einmal. Befürchte ich. Also ich glaube zwar auch, dass die Damen von den Bayern diesmal anders auftreten werden. Aber man kann sich das ja in der Mediathek von Bayerischen Rundfunk anschauen, oder? Wenn ich das so richtig gesehen habe. Du kannst es auf Bayern 3 schauen, ja. Nur, du musst nicht in die Mediathek gehen, du kannst das live auf Bayern 3 schauen, soweit das ich das mitgekriegt habe. Super. Der Stefan schreibt es auch im Chat, Samstag 13:30 live im Bayerischen Rundfunk. Genau. Das Streaming läuft über die Bayern 3 Mediathek. Und der Alex hat gerade meinen Tipp abgegeben, die Mädels gewinnen in München auch 2-1. Sag ich auch. Dann. Gut. Kratzen, beißen, spucken, umtreten, ist mir scheißegal, aber die gewinnen nochmal. Okay. Dann glaube ich euch das. Genau, weil wir das hier demokratisch das am wurde grünen Tisch soeben beschlossen. Das wurde soeben klar beschlossen, von daher kommen die da auch nicht mehr raus. Also dann gibt es ein ganz klares 2-1 für die Mädels aus Frankfurt und dann dementsprechend Viertelfinale im DFB-Pokal. Jörg, schreibst du schon Tipps rein, sonst schreibe ich die eben. Ich schreibe schon rein. Ich sage 3-3 nach 90 Minuten und irgendwie so in der, keine Ahnung, 118. das 4-3 für uns. Panik 5-4. Ey, seid ihr eigentlich komplett gestört, Leute? Alter. Nach Elfmeterschießen. Hat er aber nicht geschrieben. 5-4 für die Bayern oder 4-5? Immer das Gleiche mit den Leuten. Ja, aber der schreibt es ja immer so rum, der Panik. Insofern behaupte ich mal, es ist 5-4 für uns sozusagen. Okay, pass auf, dann gewinnen wir 7-6 nach Elfmeterschießen. So. Na, was ist jetzt? 7-6 nach Elfmeterschießen, damit ich auch meinen positiven Tipp habe. Bitte. Danke. 6-7 NE. Yes. Noch irgendwelche. Panik schreibt auf, ich habe recht. Nach Elfer für uns, schreibt Panik. Ja, also 4-5 NE. So. Ja, ihr seid alle mutig. Chris sagt 2-3. Ja, du, wenn die Männer es nicht bringen, dann müssen es die Mädels machen. Ja, wie es immer ist im Leben eigentlich. Ja. Dann ist das so abgespeichert und Mule, hören wir auf mit, wenn die Männer es nicht bringen. Das ist
sehr traurig. Ja, ja. Vor allen Dingen nach dem ganzen Zeugs, aber es hat ja eigentlich gut angefangen, das ist ja das Schlimme. Ja, wollen wir erst über das eine Spiel reden, bevor wir, oder willst du noch irgendwie erst über die Verletzungen aus dem letzten Spiel reden? Weil ja, das können wir ja dann alles so einfließen lassen, hätte ich gesagt. Vom Ablauf her würde ich sagen, machen wir mal den positiven Teil dieser Woche, oder? Ja, der ist schlecht, der ist schnell abgehandelt gegen Olympiakos. Ach so. Stimmt, da war ja noch was. Es wird da ja völlig was. Überschattet über die Weltuntergangsfantasien, die die Eintracht-Community schon wieder so nachhaltig verbreitet. Mir steige doch ab und der Glasner muss weg und krösche Haare und überhaupt, was ist denn ich da los? Ich will mein Schokolade wieder haben. Seid ihr etwa anderer Meinung? Also ich bitte euch. Wir reden gleich nochmal drüber. Ja, es hat eigentlich gut angefangen, oder? Ja. Davon kannst du ausgehen, würde ich auch so sehen. Also ein klares 3-1 gegen Olympiakos Piräus, was ein Champions League-Aspirant ist. Da hat man tatsächlich gesehen, die Mannschaft kann durchaus spielen. So ist es nicht. Also das waren schön rausgespielte Tore und ja. Und ein eingefrorener Mule. Bin ich eingefroren. That's life. Und ein eingefrorener Mule. Ich fand ehrlich gesagt, das waren ganz schöne Tore, tatsächlich. Ja, Mule, du warst wieder Frozen 3. Die Frage ist nur, bist du die Eisprinzessin oder der Elch? Ich bin natürlich der Elch. Was glaubst du denn? Jörg ist der Schneemann. Das passt auch. Ja, genau. So sieht wer bin ich dann? Ja. Naja, ich bin der Bösewicht. Das ist schon in Ordnung. Ich laufe dann als Erklärbär. Also, 26 Minuten. 1-0 durch Boré. Nachdem er selbst gefoult wurde, hat er sich den Ball einfach auch gleich geschnappt und hat ihn reingeschossen. Mhm. 1-1 gab es dann direkt 4 Minuten später einen Handelfmeter, wo Jakic die Hand sehr merkwürdig zum Ball führte. Das war ein klarer Handelfmeter, den El Arabi verwandelt hat zum 1-1. Ja, und dann kam dieses schöne rausgespielte 2-1 von Touré. Erst im Vorwege Kopfball von Hinteregger, glaube ich, an die Latte. Sie. Und dann kam so nochmal den Ball, hat zur Grundlinie, hat ihn reingelegt und so musste ihn eigentlich nur noch über. Nee, so sage ich schon. Touré musste ihn nur noch über die Linie drücken. Also das war wirklich schön rausgespielt. Ich hatte das Gefühl, er konnte sich gar nicht wehren dagegen, den über die Linie zu drücken. Ich habe das Gefühl, ja, er stolperte in den Ball rein und dann war halt die Richtung die richtige. So. Ich wollte gerade sagen, den noch vorbeizukriegen war, glaube ich, ziemlich schwierig. Ja, aber es gibt ja genug lebende Beispiele, die sowas können. Insofern sind wir mal glücklich, dass er reingegangen ist. Also man hatte irgendwie das Gefühl, dass die Scouts von Olympiakos irgendwie unsere letzten Spiele nicht so richtig beobachtet hatten. Da war so gut wie überhaupt kein Pressing vorhanden, gar nichts. Es war ja ein stürmischer Tag. Ich meine, es fing ja am Ende des Tages da an, dass eigentlich keiner so richtig wusste, findet das Spiel statt oder nicht, weil ja dieser Wirbelsturm, Herbststurm Ignaz. Über Deutschland gefegt ist. Der Ignaz. 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 Der Ignaz. Ignaz war. Der Ignaz. Der Ignaz. Der Ignaz. Ja, also war schon heftig und ich fand das Spiel war in Ordnung. Ich selber konnte nicht, war etwas unpässlich, mal vorsichtig ausgedrückt, hatte meine Karte weitergegeben, hab mich dann für den Kollegen gefreut aus dem Fanclub, der die Karte übernommen hat, war alles fein. Mein einer griechischer Kollege ist glühender Eintracht-Fan, der war komplett gut damit. Der andere sagt, er ist als griechischen Verein für Olympiakos, in Frankfurt ist er für die Eintracht. Er muss sich in den letzten Tagen leider öfter anhören, dass das nicht so gelaufen ist, wie es ihm gefallen hätte. Aber das Blöde ist, wenn du dann direkt am Sonntagabend um 19.30 Uhr nach 6 Minuten einen auf die Fresse kriegst von einem ehemaligen Eintracht-Spieler, dann läuft es halt auch nicht so geil. Jedenfalls sind wir in der Europa League jetzt Tabellenführer. Tabellenführer? Jawohl. Mhm. Ungeschlagen. Ungeschlagen als Einzige. Mit 7 Punkten? Jawohl. Sind wir da ganz vorne. Also die Möglichkeit zu überwintern ist sehr, sehr, sehr groß. Ja.
offensichtlich funktioniert es ja in Europa, was in der Liga eben nicht funktioniert, verrückterweise. Ja, das schon Faszinierende ist, dass wir uns da tatsächlich auch Chancen rausgespielt haben. Ne? Also wir hatten tatsächlich 19 Torschüsse im Gegensatz zu 5 für Olympiakos. Wir hatten davon 6 aufs Tor. Es ist unglaublich, was für eine Quote. 6 Torschüsse, die direkt aufs Tor gingen. Mhm. Und Ex-Goals von 2,99. Also das heißt, wir haben uns durchaus in diesem Spiel Chancen herausgespielt, um Tore zu machen, was ja in anderen Spielen irgendwie scheinbar nicht möglich ist. Ja, wobei ja dieser Ex-Goals auch noch, ja, das dann nicht vergessen. Du hast halt dann so Sachen wie das Tor zum 2-1. Da kannst du, das ist eigentlich einer, wo 100 stehen muss, ja, weil den kannst du gar nicht am Tor vorbeischießen oder weiß ich nicht wie. Ja gut, da hast du eine 1,0 für gekriegt, den darfst du nicht vorbeischießen, das ist ganz klar. Und, aber ja. Aber auch Paciencia hat in dem Spiel wirklich sehr, der war ein ständiger Unruheherd. Paciencia hat da vorne die Bälle festgemacht, er hat sie entsprechend verteilt und er hat dann auch das 3-1 vorbereitet mit seinem Schuss, den der Torwart nur noch abklatschen konnte. Ja, wir haben es ja auch lang und oft genug gefordert. Ja, aber das Schlimme ist halt, ich meine, das ist Paciencia, wir fordern Paciencia, das muss man sich mal vorstellen. Einer, den wir eigentlich schon zu Schalke abgeschrieben haben, den fordern wir jetzt plötzlich. Dann frage ich mich, was ist da schiefgelaufen? Naja, was heißt da wir? Du vielleicht? Was, ich? Du hast ihn auch gefordert und Frank hat ihn auch gefordert. Das also muss definitiv stehe ich auch zu. Abgeschoben. Ja, aber ist für mich eindeutig noch der rührigste da vorne. Also ganz ehrlich, ja. Lammers ist immer noch nicht richtig angekommen. Wie der Herr Krösche heute im Interview ja so schön gesagt hat, der Kollege Lammers muss noch mit der Intensität des Spiels klarkommen in der Bundesliga. Diesen Satz muss man sich dann auch mal schön auf der Zunge zergehen lassen. Das fand ich dann schon heftig. Und ja, ansonsten eins muss ich ganz klar sagen, also Boré gefällt mir eigentlich recht gut. Er ist wirklich giftig, versucht auch wirklich die Bälle ranzukommen, ist momentan noch ein bisschen unglücklich teilweise im 1:1, aber definitiv einer der bemühtesten da vorne und dem mache ich noch den wenigsten Vorwurf da. Er ist umtriebig und er kämpft wenigstens. Ja, der zeigt den Kampfgeist, genau. Der geht in jeden Zweikampf richtig rein, so wie Jakic auch. Hoppla. Ist so. Ja, auch, ja. Das auf jeden Fall. Aber die Geschichte ist halt nur, dass jetzt zum Beispiel ein Jakic und ein Paciencia nach dem Spiel gegen Bochum fraglich sind. Weil dieses tolle Spiel war ja eine Katastrophe. Also ich kann jetzt nur mal sagen, wie ich es gesehen habe. Ich bin ins Wohnzimmer, drehe den Fernseher auf, das Spiel läuft irgendwie so 1:30. Hab mir gedacht, ich muss nochmal austreten, komm wieder. 1:0, denk mal. Aha. Gut. Fängst gut an. Dann habe ich bei uns in der Gruppe gelesen, wer das Tor geschossen hat. Da war die Motivation gleich noch größer. Ja, dann die Blumen. Außer, dass ich mich dann innerlich nur mehr aufgeregt habe über diesen Kick, habe ich dann irgendwann die Kinder ins Bett gebracht. Und das heißt, die letzten 20, 25 Minuten überhaupt nicht mehr gesehen, aber ich glaube, das hat sich gelohnt, diese nicht zu sehen. Ja, also einfach eine Katastrophe. Ich meine, was machst du mit rund 40% Ballbesitz und, weiß ich nicht, 45% Zweikampfquote? Was machst du denn mit sowas? Gegen Leute, die gegen dich rennen? Nix. Null. Nüsse. Nada. Zweitschlechtestes Zweikampfteam aktuell in der Bundesliga, das sagt schon einiges. Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es geht mir komplett ab. Hatten auch deutlich weniger Kilometer, wenn ich mich nicht verguckt habe. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Es kann halt auch einfach nicht sein, dass die vom Donnerstag so müde waren in diesem Punkt in der Saison, dass die das sonntags nicht mehr auf den Platz kriegen abends. Also ich bin da schon ein bisschen ratlos. Ich bin da wirklich ein bisschen ratlos.
Ja, das geht mir ähnlich, vor allem, weil man ja gesehen hat, am Donnerstag hat das funktioniert. Am Donnerstag ging das Ganze und Klaassen hat tatsächlich exakt dieselbe Mannschaft aufgestellt. Er ist jetzt nicht hingegangen, hat irgendwas rotiert, sondern hat gesagt, okay, jetzt nehmen wir mal dieselbe Mannschaft wieder. Es hat funktioniert. Die wussten ganz genau, wie Bochum spielt. Das ist kein Geheimnis, das war ganz klar, dass die vorne pressen, dass die hinten dicht machen und dass sie uns den Ball geben. Und trotzdem kriegen sie es nicht auf die Reihe. Da war null Einstellung, ich habe keine Ahnung, was in den Köpfen der Spieler vorgegangen ist, da war kein Zweikampfwille da, da war gar nichts. Und ich weiß nicht warum. Ja, aber das Verrückte ist, dass bis auf die Zweikampfquote alle anderen Werte, und dann sieht man mal, dass ein einzelner Wert die Aussagekraft des ganzen Spiels besser repräsentiert als die Gesamtheit. Wir sind 3 Kilometer mehr gelaufen, wir haben etwa die gleichen Shots on Target. Unsere Passquote war eigentlich besser, obwohl die, mal ganz im Ernst, beim Hingucken grottig ist. Wir hatten mehr Ballbesitz, aber wenn du natürlich dann mehr als die Hälfte der Zweikämpfe verlierst, kriegst du genau diese 2 Tore und dann hast du den Salat. Ja, wenn du die Pässe schön hinten rumspielst, kriegst du immer eine geile Passquote zusammen. Ja, na klar. Ne, vor dem vorderen Drittel müssen die Pässe kommen. Ja, aber die entscheidenden Pässe auf 5 Meter kommen halt nicht im letzten Drittel. Eben, ganz danke. Genau, das ist es das nämlich. Das ist es, ja, das meine ich ja. Das letzte Drittel, da kommen sie nicht. Wenn du hinten rum passt wie ein Weltmeister, kriegst du auch deine 75% Passquote zusammen. Bringt dir aber überhaupt nichts. Und im vorderen Drittel, im Bochumer Drittel, da lief nichts. Na, es passiert aber auch generell nichts. Also über rechts passiert bald überhaupt gar nichts, null Nüsse, nada, da passiert nichts. Keine Ahnung, was Touré an dem Tag gegessen hat. Ich glaube, dem lag genau. Noch das Hoppala-Tor von Donnerstag irgendwie schwer im Magen. Der hat keine Pässe über einen Meter zusammengebracht. Der hat das irgendwie nicht geschafft, 2 Kämpfe zu gewinnen. Nix, gar nichts. Also, wenn ich mir schon, ich habe mir gedacht, ein Tuta muss die Sachen von Touré ausbügeln. Und der Tuta hat das eigentlich relativ gut gemacht, dafür, dass der permanent unter Druck geraten ist. Aber dann hört es auch schon wieder auf. Oh. War ja ganz schlecht dann dieses, was ich jetzt schon öfters gesagt habe, dieser Geschichte mit Kostic. Also ich glaube ja, dass Kostic und Kamada beide einfach unzufrieden sind, dass sie da sind. Dass das alles nicht funktioniert hat, wie sie wollten, weil die winken permanent ab, wenn sie verlieren den Ball und spätestens nach dem dritten Mal stehen bleiben, abwinken. Das tut ja auch der Mannschaft nicht gut. Vor allem, wenn ein Kostic da irgendwo steht und abwinkt und sagt, na, ich habe den Ball verloren, zum dritten Mal renne ich nicht hinterher. Sorry, nein. Das ist genau der gleiche Blödsinn wie damals mit Rebic und Co. Und dann haben wir gesehen, wo das dann war mit, ich habe eigentlich keine Lust mehr, ich stehe jetzt hier. Und natürlich hat er Angst, dass jetzt durch diese Leistung auch sein Marktwert flöten geht. Da geht ihm ja auch Kohle flöten später. Aber das ist jetzt... Jetzt mal Entschuldigung, sorry, aber mal ganz ehrlich, gegen Olympiakos hat das auch wunderbar funktioniert. Das ja, sind die zwei Spieler. International das, ist, da doch, kann ich mich ja, raus, da kann ich mich in Fokus spielen. Gegen ja, aber Bochum das sind schaut doch kein Scout. Das sind die zwei Unterschiedsspieler, die du hast. Und Kamada war nicht so schlecht in dem Spiel. Kostic, wenn du Kostic ständig auf die Füße trittst, dann ist es auch klar. Und wenn jeder weiß, du spielst auf links raus auf Kostic, dann tritt jeder Kostic auf die Füße. Dann so, kann das nicht so hundertprozentig funktionieren. Und warum ist die Mannschaft nicht von alleine imstande, das anders zu lösen? Wenn die sehen, es geht nicht über links, weil er wird gedoppelt, getrittelt, weiß ich nicht, was alles, was sie tun, ihm die Füße am Boden festnageln. Ja, frag mich doch nicht, kommen sie wenn nicht ich auf das die wüsste. Idee, hey, spiel mal vielleicht über rechts, weil links hey, ist wenn ich das dicht, wüsste, wäre ich Klaasner. Das weiß ich auch nicht. Wenn ich das wüsste, wäre ich Klaasner. Ich meine, das ist von vornherein klar. Wir wissen, unsere rechte Seite funktioniert nicht. Wir sind seit Wochen, weiß das auch Klaasner, weiß das die Mannschaft, dass rechts irgendwas passieren muss. Ich weiß nicht, was Touré in diesem Spiel gemacht hat. Der war eigentlich gar nicht da. Aber mal ganz ehrlich, So und Jakic waren auch nicht da in dem Spiel. Auch das war nicht. Das war eine Doppel-6, die in dem Spiel auch nicht funktioniert hat. Jakic ja, ist dann rausgegangen. Ja, was? Ja, hast du gesehen in der einen Aktion, wo normalerweise spielt So zum Beispiel die rechte Seite von den zwei Sechsern. Der rennt hinten links an der eigenen Eckfahne rum, weil die Abwehr diese Aktion nicht geklärt kriegt. Was soll dieser Kack? Warum spielt ein Hinterecker, wo du merkst, der ist noch immer nicht fit? Dann muss ich halt irgendwie was anderes, muss ich das anders lösen. Das kann ja nicht sein. Wie ja, aber wenn du keinen hast, wen willst du denn hinstellen?
Was heißt, wenn du keinen hast, dann muss ich halt, das kann doch nicht schlimmer werden. Dann nehme ich einen U19-Spieler. Wurscht, scheißegal, das kann doch nicht schlimmer werden. Warum spielt ein Blanco nicht mit, oh, wir müssen den langsam heranführen. Es kann nicht schlechter werden. Also, ja gut, das haben wir ja auch letztes Mal schon gesagt. Zu dem Thema gab es ein Interview mit dem Herrn Krösche heute, der zum Thema Blanco insbesondere ganz klar was gesagt hat. Dann ziehen wir das Thema mal vor. Also der hat mehrere Sachen gesagt heute im Interview. Erstens mal hat er gesagt, ja, es ist noch nicht so, wie wir uns vorstellen. Glasner steht nicht zur Diskussion, der macht einen super Job hier, ist sehr engagiert, etc. etc. Hat sich die Woche sogar ins Training selber eingeschaltet, indem er mitgespielt hat, ja. Also das steht überhaupt nicht zur Debatte. Er hat klar gesagt, Younes ist rauser als raus. Also auf die Frage des Sky-Reporters, ist das Tischtuch zerschnitten, hat er nicht ja oder nein gesagt, sondern wieder ganz politisch geantwortet und hat gesagt, ja, also bei der Eintracht, wir sprechen jetzt gerade mit seiner Seite, er hat immer nur gesagt, mit seiner Seite, also sie haben nicht gesagt, dass sie mit ihm reden oder irgendwas, sondern mit seiner Seite, um eine einvernehmliche Lösung zu finden und ja, also insofern hat er ziemlich deutlich gemacht, dass Younes überhaupt kein Thema mehr ist, egal wie oft er sich noch ins Gespräch bringt. Und er hat zu der Frage, was ist eigentlich mit Blanco und ne, da wird ja schon gemunkelt, Abgang und natürlich ablösefrei, weil er ja auch ablösefrei gekommen ist noch als Jugendspieler, bla 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 bla. Da hat er klar gesagt, der macht in keinster Weise den Eindruck, dass er ungeduldig ist, also Blanco, ne? Nicht, dass die Eintracht nicht ungeduldig ist, sondern dass Blanco selber nicht ungeduldig ist, dass er sich jetzt momentan seine Spielzeit eben in der U19 holt, dass sie ganz klar ihn darauf vorbereiten, im Seniorenspiel eben mitzumachen, in dem im richtigen Fußball, sagen wir mal, dass sie ihn klar dahin aufbauen, dass das auch einvernehmlich ist mit ihm. Und er hat auch klar gesagt, er sieht überhaupt keine Veranlassung, da über eine Leihe oder eine Abgabe nachzudenken. Und Blanco sei, wie gesagt, nicht ungeduldig, sie werden ihn sukzessive aufbauen. Und auf Nachfrage hat er ganz klar bejaht, dass er davon ausgeht, dass das erste Pflichtspiel in der A-Mannschaft bei der Eintracht von ihm stattfinden wird. Punkt. Das ist nur die Frage, wann? Das hat er offen gelassen, aber... Da hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass er ein konkretes Datum sagt. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, sie spüren schon die Erwartungshaltung der Fans, dass man ihn halt gerne mal zu Gesicht bekommen würde. Ja, aber du hast ja auch gehört in der Pressekonferenz vor, keine Ahnung, 4 Wochen oder sowas auf die Frage an Glasner, was mit ihm ist und dass er ja auch nicht einmal eine Trainingsmöglichkeit im 11 gegen 11 bekommt, der Junge hat ja gar keine Möglichkeit, sich irgendwie großartig zu integrieren. Vor allem, wenn du international auch noch spielst und du sowieso nur 2 Trainingsmöglichkeiten oder so hast in der Woche, wann soll er das machen? Also ich habe Krösche heute so verstanden, dass der sehr wohl mit der A-Mannschaft trainiert auch. Ja, das wäre jetzt neu. So war also die Aussage. PK von Glasner, dass er eben keine Möglichkeit hat, ihn beim 11 gegen 11 mitspielen zu lassen, wenn da 23 Spieler sind. Dann muss halt er irgendwie den Platz rumtraben. Das ist halt nervig. Dann U23 hast du nicht und ich glaube nicht, dass in der U19 das jetzt eine extreme Herausforderung für ihn ist. Weil sonst hätte man ihn ja nicht schon geholt mit, ui, das ist der nächste, weiß ich nicht, Ronaldo oder was auch immer. Also was mal ganz klar ist, Blanco muss irgendwann mal die rechte Seite beackern, weil da tut sich bei uns nichts, da ist nichts und irgendwie müssen wir da einen hinstellen, der das auch kann. Aber das Ganze hat überhaupt nichts mit dem zu tun, wie sich die Mannschaft in Bochum aufgestellt hat, wie sie auf den Platz gegangen ist und wie sie sich dort gegeben hat. Das war unter aller Sau und komplett unverständlich, wie das passieren kann. Und da hätte auch ein Blanco nichts gerissen auf der rechten Seite, ja, natürlich weil nicht. Einer wie der andere irgendwie null Einstellung hatte zu dem Spiel. Und das ist das halt, was ich nicht auf die Reihe kriege. Wieso ist das so? Ist es tatsächlich so, dass man sagt, hey, in Europa, das ist super geil, juhu, hoch die Tassen und da können wir uns motivieren? Und gegen Bochum, jo, pff. Ist nicht? Darf ich mal eine kontroverse These reinwerfen? Na klar. Die will wieder keiner hören. Insbesondere nicht die,
die meinen, den Herrn Hütter als unseren ehemaligen Übungsleiter bezeichnen zu müssen bei dieser Kindergärtnerei. Also Jörg und ich. Der Herr Hütter hat gesagt, offensichtlich in unserer guten Phase, bevor das dann leider eben doch nicht für die Champions League gereicht hat, wir hätten über unseren Möglichkeiten gespielt. Dafür wurde er fast ans Kreuz genagelt. Und ich glaube, dass er damit recht hatte. Das ist sicherlich eine unpopular Opinion, aber ich glaube mittlerweile, dass das der Fall ist. Und die Mannschaft hat sich ja qualitativ nicht verbessert. Wir haben zu viele Perspektivspieler, wir haben Leistungsträger, die nicht performen und dann bekommst du genau das. Und ich glaube auch nicht, dass das eine Frage ist, dass die keinen Bock haben oder dass die müde sind. Ich habe das Gefühl, es ist tatsächlich noch ein qualitatives Problem. Das Einzige, was ich hoffe, ist, dass wir es noch schaffen, die dahin zu bringen, dass die Qualität noch kommt, ja. Ich glaube gar nicht zwingend, dass es eine Einstellungssache ist. Nicht komplett auf jeden Fall. Dann frage ich mich, wieso das gegen Olympiakos funktioniert und drei Tage später gegen Bochum so dermaßen nicht funktioniert. Aber das zeigt mir ja, dass es wahrscheinlich keine Einstellungsfrage ist, weil die Qualität hängt ja auch vom Gegner ab, die du auf den Platz bekommst. Olympiakos hat ein komplett anderes Spiel abgeliefert, weil die eben nicht aggressiv gepresst haben und so körperlich gespielt haben, wie das Bochum gespielt hat. Und dann kannst du dich besser entfalten, dann kommst du zwischen die Linien, dann kommst du auch ins letzte Drittel und kriegst mal eine saubere Kombination zu Ende gespielt oder kriegst die Chance, wenigstens einen Elfmeter rauszuholen. Das haben wir schon gegen die Hertha gesehen, es war genau das Gleiche. Die haben mit einem 4-4-2 gegen den Ball gespielt. Die kamen nicht zwischen die Abwehr rein. Und wenn du dann eben keinen Pass mal in die Tiefe spielen kannst und da läuft einer gescheit in den Pass rein, dann ist es halt so. Also probieren sie es wieder über die Außen. Wenn Kostic zugestellt ist, haben wir rechts keine Alternative. Schon gar nicht, wenn Danny da Costa nicht auf dem Platz ist. Und dann ist der Drops halt gelutscht. Und damit werden wir uns abfinden müssen. Wir sind limitiert an der Ecke. Da müssen wir eine Lösung finden. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft qualitativ so schlecht ist, als dass wir nicht zumindest Bochum bespielt bekommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Technisch haben die was auf dem Kasten und die wissen auch, wie man Fußball spielt. Das sind die Kleinigkeiten, wo es nicht funktioniert. Da passen Laufwege nicht, da rennt der eine hin, wo der andere, nein, da passt der eine hin, wo der andere gar nicht hinrennt. So diese Geschichten. Und ich verstehe nicht, wieso die nicht funktionieren. Die sind doch jetzt lange genug beisammen. Die müssen doch wissen, wo der eine hinläuft, wo der andere hinpasst. Wie in welcher Situation wohin gespielt werden muss. Ja, aber du darfst jetzt nicht vergessen, dass... Ja, ich sag mal, am Anfang, kurz nach der Transferphase, weil diese ganzen drei neuen Offensivspieler, Hauge, Lindström und das Lamm, gespielt haben. Und das kann gar nicht funktionieren. Und anstatt, dass man die erstmal außen vor lässt und dann die erstmal integriert und auf den vorhandenen Stamm, der eigentlich funktionieren sollte, setzt, nein, dann wird rumprobiert und hier rumprobiert und hier rumprobiert und ein Spieler wie ein Blanco, der bleibt halt komplett außen vor, weil der gerade noch nicht Männerfußball spielen. Hinteregger zum Beispiel hat selber gesagt, er ist ein Typ Wettkampf. Training ist in Wirklichkeit egal, das macht er nur, weil er muss, aber Training braucht er nicht. Der ist dann im Wettkampf da. Vielleicht ist Blanco auch so einer. Wenn du den hinstellst und sagst, so, du hast jetzt die Aufgabe, lauf Box to Box auf der Außenbahn. Vielleicht funktioniert das. Er war ja jetzt in den Testspielen auch nicht so, dass er untergegangen ist wie ein Stein. Also, es geht schon. Und ich muss aber sagen, dem Frank muss ich recht geben. Allein diese Aussage damals von Hütter, man kann seiner Meinung nach die Mannschaft im aktuellen Status nicht mehr weiterentwickeln wie das, was geleistet worden ist. Das war mit Sicherheit nicht verkehrt. Weil wir sehen es ja jetzt. Sie können, aber sie springen trotzdem nicht über das drüber, als was sie letztes Jahr geliefert haben. Ich meine, man muss ganz ehrlich sehen, im Sommer, die Transferphase ist nicht optimal gelaufen. Das hat er auch selber gesagt. Ja. Ne, das ist definitiv so. Also ich glaube nicht, dass Lammers der 1A-Stürmer war, den man haben wollte. Den hat man genommen am Ende, weil man nichts anderes gekriegt hat. Man sieht, dass der Kerl seit 2 Jahren keinen richtigen Fußball mehr gespielt hat. Der kriegt keine Bindung zum Spiel.
der nimmt Bälle an, die springen 5 Meter weg. Das kann ich sogar noch besser, glaube ich. Der ist aber mit Sicherheit gar kein schlechter Spieler und ist mit Sicherheit auch technisch begabt. Der hat halt nur, ja, seit 2 Jahren kein Fußball mehr gespielt. Da musst du warten, da musst du gucken und das dauert ewig. Dann hast du also Paciencia, den Stürmer, den wir eigentlich gar nicht haben wollten, der eigentlich auf Schalke sein sollte. Das ist jetzt unser Nummer 1 Stürmer. Das ist ein bisschen erschreckend, also wenn man sich das überlegt, das ist schon krass. Und dann hast du Horge, wo du denkst, okay, könnte gehen, funktioniert aber momentan auch nicht. Und Lindström, der braucht einfach noch Zeit. Ne? Also wie gesagt, das ist wieder so diese Hemd-Version, wo du sagst, da muss noch ein paar Muskeln drauf, der muss sich an die Bundesliga gewöhnen, den checkst du mit einem Finger weg. Das dauert eben einfach noch. Und dann hast du vorne eben eine Offensive, da kriegst du nichts hin. Da ist eben das Problem, du hast da vorne dieses, ich glaube Favre war das immer gemeint, wir brauchen polyvalente Spieler, die überall spielen können. Nein, brauchen wir nicht, wir brauchen einen Kackspieler, der da vorne einfach weiß, okay, Strafraumgrenze links, rechts hinter mir und ich muss Tore schießen. Fertig. Ja. Und nicht, ich muss rechts spielen können, ich muss links spielen können, ich muss Hackespitze 1, 2, 3, ich muss Kopfball können. Nein, du sollst einfach diese Kackfrucht in dieses scheiß Tor reinkriegen. Und sonst hast du keine andere Aufgabe. Und als Abwehrspieler, nein, du musst nicht vor zurückrennen, hack den im Notfall. Punkt. Und aber überall, ja, polyvalent, Grüße an den Markus. Das ist so das, was wir am meisten gerade diskutieren. Dieser Scheißdreck mit, wir brauchen Hybridspieler. Nein. Haben wir genug jetzt? Haben wir nur genug? Außer Torhüter, ja, und das ist alles das Problem. Hybrid. Scheißdreck, braucht keiner. Ja, der Torhüter ist aber wenigstens Hybrid in der Festigkeit des Ballhaltens. Ja, also von daher. Kann man so auch sehen. Nein, das aber auch das, krass, ist also das bringt dir nichts. Ja. Ja, es war sowas von ernüchternd. Du bist da wirklich hingegangen, hast gedacht, okay. Die können's, die haben es uns gezeigt und dann zeigen sie uns komplett wieder genau das andere Gesicht und es ist so für den Arsch. Und ja. Ich weiß ehrlich gesagt aber auch nicht, was er jetzt ändern soll. Was soll Klasner ändern? Herr Klasner sagte ja vor 2 Wochen, der sagt zum Glück viel auf Pressekonferenzen und sagt nicht, hey, ja, wir müssen die Onnen sind schuld. Bla, und wir haben, keine Ahnung, zu oft gespielt in den letzten 48 Minuten, sondern der sagt halt, ja, das funktioniert nicht und das geht nicht und das geht nicht. Und er hat halt dann auch gemeint, die Spieler haben es noch nicht verinnerlicht, zum Beispiel ein System on the fly zu wechseln. Das können sie einfach noch nicht. Wo ich mir denke, dann stell doch irgendeinen Mentalcoach-Typen, Suppenkasperl hin, der den erklärt, was das ist, wie das funktioniert. Das ist genau der gleiche Blödsinn wie Unterschied zwischen 4-Abwehrkette. Nein, ich kann keine 4-Abwehrkette spielen. Ein Bullshit. Bullshit, du kannst das spielen, du willst halt nicht. Ganz ehrlich. Hybridspieler, Schienenspieler. Wenn die Folge nicht fast zwingend Rip Bernd Nickel oder Dr. Hammer heißen müsste man mit Tüten, Suppen, was? Kasperl oder was hast du gerade gesagt? Mentaltrainer, Tüten, Suppen, Wurstel oder irgend sowas? Suppenkasperl. Das wäre der geilste Sendungstitel aller Zeiten gewesen. Ganz großartig. Kann man ja als Untertitel dazu nehmen. Ja, bitte, klar. Wow. Nein, aber das, ganz ehrlich, das funktioniert doch so nicht. Hauptsache, wir haben ein paar polyvalente Hybridspieler, die rauf und runter fahren auf der Schiene. Scheißdreck, blöder. Und übrigens, aber was, die checken es nicht. Übrigens, wer geglaubt hat, die Bayern schlagen in der zweiten Halbzeit zurück, sie dürfen jetzt mittlerweile ein 5:0 aufholen. Steht doch eben erst 4-0. Ne, 4-0. Steht 4-0 bei mir. 4-0. Embolo hat direkt 4-0 nachgelegt. Wird auch eine enge Geschichte für die Bayern, das noch zu drehen. Was krieg ich jetzt für einen 5er-Sieg auf Bayern? Kriegst erstmal 5 Nein, Euro, mal, die du ins Phrasenschwein schmeißen musst. Jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, jetzt kommt als nächstes kommt Leipzig. Ne? Die pressen uns auch. Die werden uns auch vorne auf die Füße treten. Ich glaube halt nur, dass Leipzig nicht bereit sein wird, sich so hinten reinzustellen mit praktisch 2 Abwehrmauern,
und nee, zwei halbseitenden Pressing-Spielern, wie die anderen das jetzt gemacht haben. Leipzig ist immer bemüht, das Spiel zu gewinnen. Und das unterscheidet sie halt von den meisten, die mittlerweile gegen uns spielen. Insofern glaube ich, dass das, so verrückt es klingt, eher wieder ein Spiel ist, was uns Räume gibt, um uns mehr zu entfalten. Problem ist nur, dass wir halt ein paar Verletzte haben. Ja, und dass wir und halt Verletzte haben. Ja, und von mir aus auch Fehlpässe im Aufbau. Die wären natürlich komplett tödlich. Am meisten würde ich kotzen, aber es wird genauso kommen, dass Paciencia gegen uns, dass André Silva gegen uns wahrscheinlich ausgerechnet trifft. Wirst du sehen können. Aber Jakic mit Hüftprellung hat heute leichtes Lauftraining gemacht. Paciencia Muskelverletzung, hat komplett rekonvaleszent trainiert. Lenz ist immer noch in der Reha, also praktisch im Aufbautraining. Bei Rode ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis er auch wieder ausfällt. Also ich glaube, das wird uns noch ganz heftig in die Eier treten. Ja. Ach ja, und Ilsanker ist erkältet. Falls ich das noch nicht erwähnt habe. Nee, hast du nicht. Schmule 20 gibt's. 20 Euro ins Phrasenschwein. Ach na. Übrigens, Ache ist wieder voll im Mannschaftstraining. Nur mal so by the way, und weil der Stefans gerade auch schreibt. Ja, aber was ist denn mit dem? Ragnar. Der wird ja auch irgendwie. Ja, der war halt, wenn wir keine Alternativen mehr haben, wird auch Glasner irgendwann mal nicht mehr an ihn vorbeikommen im Zweifelsfall. Das wird tatsächlich im nächsten Spiel eigentlich fast dann schon halt der Fall sein. Viererkette und rechts außen vorne Ache und dann gucken, was passiert. Ja, mit wem willst du denn Viererkette spielen? Ja. Da Lenz nicht da ist, hast du wieder links keinen Außenverteidiger? Alles für den Arsch. Dann werden die Innen mal außen spielen müssen. Geht halt nicht anders. Wenn du 10 Innenverteidiger und keinen Linksaußen hast, dann muss halt irgendeiner von den Jungs halt mal ran. Hinti hat lange genug links gespielt. Du hast ja auch den Blondierten. Den Dicker Linksaußen. Den Dicker Linksaußen und den anderen Rechtsaußen. Ja. Du hast dann auch Durm, du hast Schindler. Durm, genau. Du hast Acosta. Kannst ja alles spielen. Ja, also in der Abwehr hätten wir einen Dicker, wir hätten Durm, wir hätten Tuta, wir hätten Hinti, wir hätten Hasebe. Also wir kriegen schon 4 Leute zusammen, die da hinten eine Viererkette stellen. Ja gut, dann heißt ein Außenverteidiger rechts Touré und links ein Dicker und innen drin Hasebe und Hinteregger. Genau. Würde ja gehen. Also das wäre meine Viererkette. Und dann hast du Mittelfeld Kostic, in der Mitte So und dann wahrscheinlich Rode. Ja, Jakic wird es vielleicht nicht packen. Oder bis Rustic. Samstag. Ja, Rustic zu offensiv. Aber die Chance für Jakic ist größer als für Paciencia, wenn ich es richtig verstanden habe. Naja, übrigens, jetzt steht es 5-0. Na super. Also knapp werde. Ne? Dann hast du vorne, Kamada, Kostic, Ache. Warte mal jetzt 4, 6, 8. Sind wir voll eigentlich. Da brauchst du rechts keinen spielen lassen. Ja, bringt ja auch nichts. Also ich meine, dann sei doch so ehrlich, stell auch keinen auf. spielt ja alles über links. Eben wurscht. Genau, so ist es wir ja. Wir spielen 4-4-3. 1, 2. 4, 4, 3, 1, 2. Alright. Nein, 4, 4, 3, 1, 2. Ansonsten hast du ein bisschen viel auf dem Platz. Was? 4, 4, 3 sind schon mal einer zu viel. Und dann noch 1, 2. Kein Mensch sagt 4, 4, 3. Wir spielen 4, 3, 1, 2. Du hast, aber 4, 4 gesagt 3, jedes 1, Mal. Hab Alter, ich nicht. Hörst dir morgen an. Viererkette, ja, Viererkette in der Abwehr, ja, schwätz dich nicht rund, du hörst ja morgen. Ein Zehner und zwei Stürmer, ihr Knaller, ihr hört mir nur nicht anständig zu. Ich bin nicht wenn du einen Zehner setzt, kriegst klar. Du jetzt 1200, Mule. Ich setz keinen Zehner. Wenn die Bayern jetzt, also jetzt noch einen Zehner auf die Bayern, oder was? Sogar, genau. 2000. Ja klar, weil sie jetzt das fünfte Ding noch gekriegt haben. Ja, guck, jetzt der Buff. Ach ja. Ja, es war schön mit Nagelsmann, seinem Vertreter Topmüller. Der wird gleich gekündigt wahrscheinlich. Das ist aber schon krass, ne? Dass die dermaßen abkacken. Naja. Gut, wollen wir mal auf das Leipzig-Spiel
einen Tippdeckel drauf machen oder wollt ihr da noch länger drüber philosophieren? Ich meine, Kostic ist nicht ganz drauf, glaube ich, oder gut drauf aktuell, meiner Meinung nach. Kamada macht Kamada-Sachen, Abwehrhammer, vorne gibt's eh nix. Aber immerhin, ich meine, Kostic, ja, gut oder schlecht drauf, aber ich sag mal, Kröscher hat ihm heute klar den Rücken gestärkt. Nach der Younes-Sache haben sie nämlich noch die Kostic-Sache vom Sommer angesprochen und da hat er klar gesagt, das Ding ist ausgeräumt. Sie denken eher über eine Vertragsverlängerung nach, also von daher, ja, das ist tatsächlich überhaupt kein Thema mehr. Sollte ihm eigentlich den Rücken stärken. Abwinkerei hin und her, das macht er ja öfter. Also das haben wir ja auch in der Endphase der letzten Saison gesehen, dass er halt so engagiert ist, dass er dann auch mal abwinkt. Aber das würde ich ihm jetzt nicht mehr anlasten als nötig. Das ist, weiß nicht. Naja. Das sage ich nicht. Da werden ich tippe, wir gewinnen 2-1. Sehen, was ist. Ach, Regina auch, sehe ich gerade. Alex sagt sogar 4-1. 4-1, Stefan 3-1. Stefan 2-1. Wird langsam 2-1. 2-1. Ein Pfützenchest wird das. So. Darf ich sie mal in die Beke titten? Genau. Das also. Hat er gefickt eingeschädelt, der Panik. Der sagt nämlich 2-2. Und der Chris wünscht sich ein dekantiertes, dreckiges 1-0. 2. Der Chris 1-0. Das muss man nur mal richtig schreiben können, dann geht das auch. Ja, schreib mal leserlich. Ja, das auch. Computer. Tipp mal leserlich. Genau, tipp mal leserlich. So, also bei der 1 wird jetzt vorne groß oder klein geschrieben. So, Regina hat was? 2-1? War das richtig? Ja. Der Alex, glaube ich, war ein 4-1. Ja. Was der getrunken hat, das will ich auch. Der Stefan hat irgendwas gesagt, wahrscheinlich 3-1, 2-1. 3-1. Der Herr Uhlemann sagt: Ein Ergebnis, das wir diese Saison noch gar nicht hatten. 1-1. Genau. Ich sage, es wird ein 3-2, weil Leipzig. Ist so wie die Bayern, das können wir. Alles, was anders ist, können wir nicht. So. Naja. Aufgeschrieben. Dann lassen wir uns mal überraschen. Ja, das werden sie wahrscheinlich auch wie immer tun. Man nennt sie ja die Diva. Ja, wahrscheinlich werden sie uns wieder komplett... Genau. Die andere Seite zeigen, die so. Sie uns auch zeigen können. Samstag sind das wir ist wieder so komplett euphorisiert, um dann eine Woche drauf einfach wieder mit Anlauf in die Glocken getreten voll zu kriegen. Voll Kräuter führt in die Eier getreten zu bekommen, ja. So sieht es ja. Nämlich aus. Ey, auf Twitter habe ich Kräuter führt ja schon zu den ersten 3 Punkten an Spieltag 11 gratuliert. Ja, so ein Arsch bist du. Das kann ich mir richtig vorstellen. Du bist ja echt ein Judas, du Spalter, ey. Was bist du denn für einer? Weißt du was? Dann bleib doch gleich zu Hause, du. Ja, bleib ich auch. Ich geh nicht ins Stadion. Ich verweigere mich. So. Ja, bin ich mal gespannt, wie voll das Haus wird, ne? Ja, lass mich doch mal eben auf die Ticketseite gucken. Es dürfen ja 51.500 unter 3G-Bedingungen, glaube ich, rein. 10% davon dürfen Getestete sein, der Rest also, bitte 2. Also, ja, geht ja schon mal nett. Sind es nur noch 51.499? Nee, ich lasse mich nicht trotzeln von dir. So. Sie haben mir ins Gesicht gefilmt, das darf sie nicht. Mal die Kamera aus! Sie macht mich strafbar! Genau. Ach Gott. Nicht schlecht. So, dann wollen wir mal gucken bei Tickets, was hier Ansage ist. Ja, dann werde ich das da genauso machen, wie ich das im Kicktipp immer mache. Ich verweigere mich und tippe einfach nicht. Ach, Tickets können wir noch nicht sehen. Die gehen erst Freitag in den freien Verkauf. Ah. Organisierte Fanszene dürfen wir getrost abhaken? Ich habe noch nichts gelesen, aber ich würde nicht davon ausgehen, dass sie jetzt wiederkommen Samstag.
Okay. Glaube ich nicht. Du hast gemerkt, ich habe gelernt. Ich habe gesagt, die organisierte Fanszene. Finde ich sehr gut so. Wenn ich das mal so sage, Dev. Also ich glaube es mal nicht. Ich glaube, die verabscheuen sich auch so wie ich. Und wie wir alle. Du bist wahrscheinlich Mitglied von, du bist der Chef von denen, ne? Wenn du nicht gehst, gehe die auch nicht. Richtig. Und ich habe gesagt, dieses Jahr gehe ich nimmer dahin. Dieses Jahr gehen wir nimmer dahin. Klar. Jörg Mülltras. Habt ihr einen Super Sepp im Heimspiel gesehen am Montag? Ich habe mir das Heimspiel leider noch nicht angeguckt. Muss ich noch natürlich gucken. Aber er war wohl ganz gut, ne? Er war sehr gut, ja. Ja, ja. War also, wohl mit diesem Bildtyp da, ne? Der Pressetyp, der Marc Schmidt, oder wie er jetzt heißt, ja, war ich jetzt glaube. So, die Bildzeitung. So semi, weil wer halt alles dran schult. Also hat quasi probiert, so den. Ja, aber total widersprüchlich. Die Schuld in die Schuhe zu geben mit, ja, wenn man absteigt, dann ist man auch mit dran schuld und überhaupt sind dann alle schuld und dann im nächsten Atemzug. Aber es ist wichtig, dass die kommen. Na, was jetzt? Aber klassischer Bildscheiß. Erst sagt er, die Ultras sind praktisch alleine schuld, wenn es in die Hose geht. Die sind praktisch alleine schuld. Die schädigen den Verein und hat den, und das war die Krönung, das Fan-Dasein abgesprochen durch dieses Verhalten. Ich habe gedacht, genau. Mir platzt der Sack. Was ist das denn für ein Piep, dieser Piep von der Scheiß Piep? Ey, am Arsch die Räuber. Dann hatten sie einen vom Dachverband der Fanorganisation mit dabei und das Super Sepp war mit dabei. Und ich habe es im Heimspiel noch nicht gesehen, dass es der Fangast gewagt hat, sowohl die Moderatoren die Zeit wegzunehmen, als auch dem Gegenüber so vehement zu untersprechen. Ich meine, wenn Carsten Schellhorn oder so dabei ist, der ist auch gerne mal mit einer strammen These dabei, aber den mag ich gut leiden. Der sieht das in meinen Augen sehr, sehr realistisch. Alles fein. Aber diese Provokation dann hinterher wieder so alles einzufangen, mir, ah ja, wenn es gut läuft, liegt es schon an der Ultras, aber wenn es nicht so gut läuft, also ich meine, wenn es gut läuft, dann geht es auch ohne die, aber wenn es nicht läuft, dann geht es halt nicht ohne die. Wo ich mir gedacht habe, entscheid dich doch mal, Mann! Was soll denn die Scheiße? Das war so wie, hey, bis ich das, als ich das erfahren habe, änderte es mein ganzes Leben. Clickbait, klick, und dann, ich war am Klo. Nichts anderes. Ja, also komplett für den Arsch. Die Überschrift hin und dann im Endeffekt, eigentlich ja doch nicht. Ja, also das Gute war, am Schluss kam die letzte Frage, kommen die Ultras wieder? Der von der Bild sagt nein, der Sepp sagt, ich halte mich da raus, und der vom Fan-Projekte Dachverband hat gesagt, er glaubt, sie kommen auf jeden Fall diese Saison noch bald wieder. Ja. Ich habe gerade gelesen, wir haben 24.000 Neuinfektionen, insofern let it roll. Na, herzliche Gratulation. Jo. Ist doch schön. Also von daher lassen wir uns da mal überraschen, wie voll das Stadion wird. Wie gesagt, Vorverkauf ist ab Freitag offen für die Tickets, die nicht durch die Dauerkarteninhaber. Und das fand ich gut. Das war ja durchaus eine Kritik, haben wir letzte Woche auch diskutiert, Mule. Dass ja gerade nach den Spielen ich sehr, 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 sehr oft das Feedback bekommen habe, hey, ich hatte keinen Zugriff auf meinen Platz als Dauerkarteninhaber. Mhm. Und sobald mehr als 31.000 Leute ins Stadion dürfen, muss es ja möglich sein, wenn jeder Dauerkarteninhaber rein darf, meinen Platz zu kriegen, zu dem Preis, den ich normalerweise zu buchen hätte. Und jetzt haben sie es ja so gemacht, dass du als allererstes mal eine Platzoption auf deine Dauerkarte hast. Also das, was wir gefordert haben, genau, sozusagen, warum, richtig, dass wir uns nicht erklären konnten, warum sie es nicht getan, genau, haben. Genau, offensichtlich setzen sie das jetzt um. Also es gibt einen Button, dass ich meine Dauerkarte reservieren kann. Dann gibt es praktisch eine Bestellgeschichte für die Fanclubs, Mitglieder und so weiter. Und ab Freitag geht das ganze Restkontingent für 24, ja weniger eigentlich, noch in den freien Verkauf, was am Freitag noch da ist. Dann wollen wir mal gucken. Wann spielen wir? Samstag? Ich glaube, Samstag 3:30, gell? Eins der wenigen Samstagsspiele, die wir tatsächlich durch den Europapokal auch haben. Ich guck gerade mal. Okay. Frank Hosenseidel hat die Karte angelegt. Der hat natürlich nichts reingeschrieben. Okay, dann gucken wir mal, was denn das Internet so ich sagt. Ich habe das Gefühl, ich habe Trello eh allein befüllt diese Woche. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt.
Ich überlege gerade, ist das nicht erst halb sieben? Ja, kann auch das Abendspiel sein. Ich gucke ja gerade. Spielplan 18:30, ja. Bundesliga. Ja, es ist 18:30. Top-Spiel. Top-Spiel. Das Top-Spiel. Mit einer Viererquote auf Heimsieg. Jo. Aha, naja, bitte. Ja. Wenn das genauso schon gut läuft wie bei Kicktipp, dann ist super. Was war denn da los am letzten Spieltag? Ich meine, dass ich vergesse, ist ja okay, aber es haben original anscheinend nur zwei Leute irgendwas getippt. Nee, es haben bis auf dich alle getippt, sag ich jetzt mal. Ich wollte gerade sagen. Und es haben also irgendwie keine Leute Punkte. Ich hab, das ist ja wieder was anderes. Also ich habe das Freitagsspiel vergessen. Ich habe eine Minute zu spät reingeguckt tatsächlich, weil es bei mir sich nicht ausgegangen ist. Und dann lege ich leider, nachdem ich ja zwischendurch mal Dritter war, hier eine grottschlechte Performance hin. Aktuell bin praktisch Drittletzter und ganz erbärmlich. Ich bin auch nur einen Platz vor dir, Mann, mit vier Punkten. Ja, also von daher, das ist so, ja echt, ey. Wenn der Erste schon wieder bald fast 30 Punkte weg ist, da kotze ich doch, ey. Aber Puffy ist nicht mehr Erster. Puffy ist Zweiter nur noch. Es ist nicht mehr der Puffy. Puffy wurde abgehängt. Was los, Puffy? Der Attila bewirbt sich um die Bastost-Gedächtnistasse. Aber der Puffy hat schon wieder getippt, sehe ich. Also da sind schon wieder die Zeichen drin, dass er seine Tipps schon abgegeben hat, im Gegensatz zu allen anderen. Ja, so ist er. Wenn er ja sonst schon nichts macht, wie zum Beispiel Podcasten. Tipp tut er noch. Genau, tippen kann er offensichtlich noch. Also Mule, kleiner Tipp, wenn du jetzt auf die Bayern tippst, 400er-Quote. Mach mal. Ja, ich bin gerade überlegen, Spieltag 10, Union gibt ein 9er-Quote, Union gegen Bayern. Ja, was hast du denn zu verlieren? 10er reingeworfen, Huni rausgeholt. Ja, nee, mehr als 5er tippe ich nicht. Ach, Entschuldigung. Ich vergessen. Ja, Hartz mal schauen, vielleicht vergesse ich dann auch irgendwann mal nicht zu tippen. Ja, dann tipp doch ja, jetzt. Ja, das wäre mal ganz toll. Einfach, tipp doch Schlussspann mal oder sowas. Genau, lese uns doch mal deine Tipps vor, die du jetzt eingibst. Nee, die will ich nicht wissen. Kein Problem, überall 1-1. Was denn? Ja, deswegen hat er ja. Ich tipp überall 1-1. Du hast 67 Punkte, du bist ganz hinten. Wir werden deine Tipps nicht übernehmen. So, wir sind ja nicht doof. Das würde ich bei mir aber nicht so weit weg. Also, ja. Okay. Überall 1-1, ja, das ist sehr realistisch. Überall 1-1, genau. Ja. Das ist auf jeden. Super Tipp. Dortmund gegen Köln, 1-1. Leverkusen gegen Wolfsburg, da könnte sogar passen, 1-1. Union Berlin gegen Bayern München, 1-1. Freiburg gegen Greuther Fürth, 1-1. Bielefeld gegen Mainz 05, 1-1. Sag mal, haben die Bielefelder eigentlich Mainz 05 aus dem Pokal geschmissen? Ja, ne? Mainz hat, glaube ich, 3-2 gewonnen auf dem letzten Drücker. Okay, haben sie es doch in noch der Verlängerung, ich glaube 118 oder was, haben sie es 3-2 geschossen, meine ich. Alles klar. Ja, ich bin tatsächlich durchaus froh, dass die Bundesliga-Mannschaften wie Augsburg, Bielefeld und Fürth enthält diese Saison. Die könnten uns den Arsch retten, wenn das so weitergeht. Hm. Ja, das werden wir noch sehen. Das wollte gerade sagen. Also, schauen wir mal. Reden wir vielleicht nach dem zweiten Drittel der Saison nochmal drüber. Gut, ich glaube, für heute haben wir alles Wichtige abgeamselt, oder? Das ist so richtig. Ich hätte noch so ein, zwei Empfehlungen. Fang an. Oi, also ich hätte einmal die Folge vom KMD-Podcast Kicker Meets the Zone, Folge 106. Nicht wundern, steht vorher 108 drin mit Marco Russ, der zum Beispiel auch da drin ganz klar sagt, es liegt nicht am Trainer, es liegt nicht am Staff, die Mannschaft kriegt aktuell nur nicht die PS auf die Straße und man hat ja gesehen, es geht. Ja, aber warum nicht? Hör dir das an und du bist dadurch noch immer nicht schlauer, aber du hast es dir angehört. Das ist es. Ja, super. Okay, mache ich dann. Ja, das wäre mal das eine. Und das andere, nicht vergesse, am Sonntag ist Zeitumstellung. Stimmt. Ach, Scheißendreck. Ja, wieso? Wir kriegen eine Stunde geschenkt. 2 Uhr, einmal ein bisschen mehr schlafen, vielleicht.
Kriegen doch ein Stündchen geschenkt, was willst denn du? Sitzt du wieder um 6 Uhr senkrecht im Bett, weil du denkst, es ist schon 7. Ich dann heute das Viagra halt eine Stunde später rein, dann ist erst um 7 senkrecht. Stell doch einfach mal, du weißt doch, wie das stell ist. Doch einfach mal die Uhr vorher um. Na egal. Die stellt sich automatisch um. Da muss ich gar also, nichts machen. Dann guckst du doch auf die Uhr und siehst, es ist erst um 6 und dann legst du dich wieder hin mit deinem Kadaver. Ja, das waren jetzt mal meine Tipps der Woche. Gut, ich hätte auch noch zwei. Punkt 1, alle, die noch nicht geimpft sind, Bahnbabo fährt mit dem Impfexpress durch Frankfurt, haben ein paar umgewurstelte Straßenbahnen und bieten ein niedrigschwelliges, kostenloses Impfangebot an in diesen Wägelchen. Steigst du ein, Aufklärung, Impfung, Wartezone, steigst du wieder aus, finde ich total geil. Auf jeden Fall machen. Und als zweites habe ich eine Buchempfehlung. Buch, ihr versteht, ne? Papier zusammengebunden, Seiten umblättern und so weiter. Ja, kannst du swipen, pinchen, kannst du alles machen. Von Jasmina Kuhnke, Schwarzes Herz, unter Twitter zu finden, unter Quattromilf. Ist eine der lautesten Stimmen in der Black Lives Matter Community in Deutschland, würde ich jetzt mal so sagen. Ist sehr häufig das Ziel von Anfeindungen, von Bedrohungen, von Abkanzelungen etc. pp. Bestes Beispiel, sie wollte eigentlich auf der Buchmesse, die jetzt vergangenen 2 Wochen stattgefunden hat, ihr Buch vorstellen. Es war gerade freshly released vor 2 Wochen. Aufgrund der Bedrohungslage, die sie sogar dazu gezwungen hat, über Nacht mit ihrer 6-köpfigen Familie umzuziehen, weil ihre Adresse gedoxt worden ist, hat sie eigentlich dort ihren einzigen Auftritt machen wollen, weil sie ihre ganze Lesereise absagen musste aufgrund der Bedrohungslage, und dann hat die Messe es aber nicht fertiggebracht, Stände von Rechtsradikalen entweder so weit weg zu platzieren, dass es eben kein Risiko ist, und so war sie notgedrungen in der Situation, dass sie ihren Messebesuch absagen musste. Ich habe dieses Buch gelesen, es sind knapp 200 Seiten, es ist ein kleines Buch, also auch für einfachere, ungeübtere Leser gut zu lesen, die eben mittlerweile eher nur digital unterwegs sind. Ich habe es mir extra in Papierform gekauft, mich erschüttert es komplett. Also wirklich eine Existenz von Missbrauch, von Unterdrückung, von komplett toxischen Beziehungen. Es ist unfassbar, was sie mitgemacht hat. Also mich hat es komplett mitgenommen und ich kann nur aus tiefstem Herzen Werbung dafür machen. Schwarzes Herz von Jasmina Kuhnke. Wer da Interesse dran hat, ladet es euch runter, lest es euch durch, schaut es euch an. Meine Empfehlung für diese Woche. Ich habe jetzt gerade geschaut auf Amazon, da werden wir euch so einen Affiliate-Link mal am besten reingeben. Dann haben wir gerne. Auch was davon. Euch kostet das nichts. Gibt es für das für den Kindle um rund 15 Euro gebunden, 20 Euro für Prime und als Hörbuch, wenn man ein Audible-Abo hat. Jo. Also, hört es euch an. Und das war dann meine Empfehlung. Sehr schön. Kommt alles unten rein. Herr Uhlemann, was gibt's beim Netflix und Co. Neues? Schon keine Ahnung. Im Moment bin ich da raus. Also momentan habe ich nichts. Oh, ich muss noch You fertig gucken. Achso, ich bin gespannt, wann Flight Attendant dann kommt, weil es wird ja jetzt auch released am Morgen auf Warner TV Serie. Also muss ja auch irgendwann dann bei Prime aufschlagen, theoretisch. Du meinst Flight Attendant mit Kaley Cuoco, meinst du? Yes, Staffel 2. Ab morgen bei Warner TV Serie und dann irgendwann auf Prime. Wann, im Übrigen auch einiges in Deutschland gedreht worden. Sie hat sich ja jetzt, das wurde dann relativ groß auch durch die Presse getrieben, ist in Berlin getroffen worden an der einen oder anderen Stelle. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich fand die erste Staffel echt nicht so schlecht. Ich habe sie ja auch damals als Empfehlung gehabt. Also ich muss sagen, krass, angucken. Mach ich definitiv. Ja, wenn es da irgendwie was gibt, dann werden wir das natürlich auch wieder wo reinknallen.
Hat schon einer Black Widow eigentlich gesehen auf Disney Plus, sofern ihr das habt? Nein, hab ich aber noch nicht gesehen. Okay, ich nehme mich auch noch nicht. Mache ich nächste Woche, da habe ich nämlich Urlaub. Ich auch. Oh, ich nur am Montag. Witzig, das ist ja nun mal kein Urlaub, richtig. Gell? Richtig, da ist auch. Allerheiligen. Ja, genau. Und bei uns fallen dann ja die ganzen Ochsen aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern wieder ein, weil wir hier im Bermuda-Dreieck des Niemandslands sind offensichtlich. Ganz ja. Mannung fährt nach Viernheim zum Schoppe. Ja, großartig. Mach das mal. Ja, ist super, Jungs. Die Mainzer verstopfen dann bei uns hier wieder die B42-Umfahrung. Aschaffenburger kommen auch wieder überall hin. Halleluja. Ich muss erst mal gucken. Kann ich vielleicht am Frank Montag im Heimbüro. Ach nee, ich habe ja Urlaub. Du hast doch Urlaub. Stimmt, habe ich ja gerade eben erzählt. Also von daher macht doch, ich was auch, ihr wollt, nur, ihr dass Penner. Ich keinen Urlaub nehmen muss, weil ich habe ja Feiertag. Ja, du mich auch. Gut, Abspann läuft schon. Egal. Ein Tal der Tränen war das heute leider von Anfang bis Ende, aber hoffen wir, dass wir nächste Woche was Besseres zu erzählen haben. Hoffen wir, weil schlechter kann es ja in Wirklichkeit eh nicht mehr werden. Außer wenn auf einmal, keine Ahnung, irgendwas aus der Wüste bei uns steht, da will ich kaufen diese Pferde ein. Das wäre das Schlimmste, aber glaub, so weit das kommt geht es nicht. So weit sind wir ja noch nicht. Noch gibt es so die 50+1 Regelung in Deutschland. Zum Glück. Da haben wir auch schon des Öfteren drüber geredet und das könnt ihr natürlich nachhören, wenn ihr auf unsere Seite adler-podcast.net vorbeischaut oder im Podcatcher eurer Wahl uns abonniert, liked, subscribe, teilt, was auch immer. Auf Social Media sind wir natürlich auch Instagram, Facebook und Twitter, was der Hauptkanal ist, @adlerpodcast. Da findet ihr hin und wieder doch auch mal ein paar wichtige Sachen. Ansonsten auch viel komische Umfragen und so, je nachdem, wie uns gerade nachsteht. Diese Umfragen werden zum Beispiel gemacht vom @75puffy, der nicht da ist, oder dem @mulemeister, der heute dann doch irgendwie es geschafft hat, sein Ding zum Laufen zu bringen. Der @sge_papa, der macht sowas auch hin und wieder, dass er da irgendwas schreibt. Oder. Ja, was ja. Kommt vor. Ich mache keine Umfragen, aber ich schreibe wirres Zeug. So ja, wie hier in jeder Sendung. Ja, und ja, wenn es grammatikalisch richtig ist und die Autokorrektur nicht zuschlägt, dann bist das du. Alles andere könnte vielleicht auch ich sein. @jotogo_. Big City in Town oder sowas war doch da. Leck mich. Biggest City in Town, ja, Biggest das war City gut. In Town, ja, das ist mir egal, weil es ist Berlin. Wen interessiert Berlin? Na gut, ja, passt schon. Du als Hertha-Fan, was soll man machen? Was soll man tun? Am besten drücke ich jetzt einfach, es wird nämlich nicht besser, auf das Outro. Mach's bitte ganz schnell. Drück wie wir den jede Knopf. Gute Sendung in den letzten 90 Sekunden in die Krütze reiten, ist schon beeindruckend. Ich glaube, die meisten, die mit dabei sind, die machen das nur, um sich das anzugucken. Das ist wie bei einem Unfall, wo du nicht weggucken kannst. So bleiben genau. Die bis zum Schluss dabei, weil sie genau wissen, dass das passiert. Am genau. Ende verkacken sie doch. Genau. Drücke ich jetzt drauf, weil Sirius rennt aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschö. Gute. Puffy. Halt's Maul. Puffy, wir vermissen dich, du kleiner Scheißer. Schwing deinen Arsch wieder hierher. Mann.